Hier ist Extra 3, der Irrsinn der Woche mit Christian Ehring. Herzlich willkommen zu Extra 3. Vielen Dank. Dankeschön. Willkommen. Ja, man hört ja nicht viel von der CDU in Schleswig-Holstein, aber wenn man was hört von der CDU in Schleswig-Holstein, dann kann man sicher sein, es ist was Geniales. Jetzt hat die Landtagsfraktion der Union in Kiel das Recht auf Schweinefleisch in deutschen Kantinen und Kitas gefordert. Steht ja auch in der Landesverfassung. Artikel 1, die Sülze des Menschen ist unantastbar. Es kann nicht sein, dass wir auf Minderheiten Rücksicht nehmen. Auf die religiösen Gefühle von Minderheiten können wir keine Rücksicht nehmen. Auf militante religiöse Spinner, die die ganze Welt unterwerfen, können wir keine Rücksicht nehmen. Vegetarier. Schweinefleisch ist Teil der deutschen Kultur. Das sagt die CDU Schleswig-Holstein tatsächlich. Schweinefleisch ist ein Kulturgut. Deswegen werden Schweine ja häufig nicht im Schlachthof geschlachtet, sondern im Literaturhaus. Schweinefleisch ist Hochkultur. In Schleswig-Holstein wird es auch gelebt. Anderswo in Deutschland läuft im Theater Hamlet. In Kiel heißt das Stück Kotelett. Also jetzt mal im Ernst. Ich weiß nicht, in welchen Kantinen Sie normalerweise essen. Die Kantinen, die ich kenne, in denen würde eine Schweinefleischpflicht ungefähr so viel verändern wie eine Langhaarpflicht in Wacken oder Alkoholpflicht bei der Bundeswehr oder... Oder wenn man Studenten sagt, ihr könnt ruhig ein bisschen später kommen. Ja, es würde nichts verändern. Ich hatte wirklich noch nie den Eindruck, dass in Deutschland zu wenig Schweinefleisch konsumiert wird. Sie? Nein, überhaupt nicht. Und jetzt muss ich wirklich der Union mal sagen, jetzt nervt doch nicht mit so einem Schwachsinnsvorschlag. Jetzt nervt doch nicht die Kantinen mit sowas auch noch. Die haben genug zu tun. Die Kantinen haben viel Arbeit, wirklich das mit dem Essen alles auf die Reihe zu bekommen. Wie auch dieser Fall aus Bayern zeigt. Ein Film von Kantine Wittler. Nein. Jens Barkhorn und Nico Brugger. Betty Diane kocht gerne. Und gut. Die letzten 7 Jahre hat sie das Essen für die Schule gegenüber zubereitet. War ja auch praktisch. Ich bin 500 Meter von der Schule entfernt. Wir haben jeden Tag frisch gekocht, haben in Edelstahlbehältern das geliefert. Nach dem Essen haben wir die Sachen abgeholt, die werden hier bei uns gereinigt und die werden halt immer wieder verwendet. Aber damit ist jetzt Schluss, denn ihr Vertrag ist leider ausgelaufen. Und weil die Stadt Traunstein jetzt neue Caterer für gleich 7 Schulen sucht, musste der Auftrag europaweit ausgeschrieben werden. Nach strikten Vorgaben natürlich. Frisch, umweltfreundlich und regional muss das Essen sein. Und deswegen kocht jetzt die Großküche Hofmann für die Schulen. Gut, die ist jetzt nicht gerade nebenan, sondern in Boxberg-Schweigern, also 400 Kilometer entfernt von Traunstein. Aber deswegen ist das Schulessen ja nicht weniger regional. Regionen gibt es in ganz Bayern, es gibt auch auf der ganzen Welt Regionen. EU-Logik. Schulessen könnte auch aus Spanien kommen. Solange spanische Zutaten drin sind, ist es regional. Und frisch gekocht ist das Essen aus der Großküche auch. Also fast. Die werden bei Hofmann-Menü schon zu 70-80% gegart. Und was wir hier in Traunstein machen, ist, wir beenden den Garungsprozess. Und weil die schicken Aluverpackungen auch recycelbar sind, ist das Ganze auch umweltfreundlich. Und die Hauptsache ist ja eh, den Schülern schmeckt's. Sie essen es nicht. Ach, die sollen sich mal nicht so anstellen. Und Frau Diane auch nicht. Diese 400 Kilometer, dass man Essen hierher karrt, das also mit der Region überhaupt nichts zu tun hat. Also, dass man in Aluschalen liefert, wo man halt Edelstahlbehälter hat, die man wiederverwenden kann. Warum macht man das nicht, wenn wir eh Müllberge haben, die nicht, ja, dass wir nicht mehr wissen, wohin? Warum? Weil die Stadt damit Geld spart. Wie viel nochmal pro Essen, Herr Bürgermeister? Da ging es um 6 Cent. Genau, 6 Cent pro Mahlzeit. Damit spart die Stadt im Jahr 350 Euro. Da soll noch mal einer sagen, unsere Politiker können nicht sparen. Leonardo DiCaprio hat es endlich geschafft.
Endlich hat er den Oscar für einen Film, in dem er ganz alleine durch eine Eiswüste irrt, wo er mit niemandem reden kann, außer mit sich selbst. Also ungefähr das, was sich Angela Merkel gerade für Horst Seehofer wünscht. Ich habe ja in Deutschland schon lange das Gefühl, im absolut falschen Film zu sein. Und deswegen bin ich ja viel gespannter auf die extra drei Oscars für den ersten Irrsinn der Woche. Die vergeben wir nämlich heute. Und der Oscar für die beste Nebenrolle geht diese Woche natürlich an Anne Will. Anne Will, haben Sie mitbekommen, war ja am Sonntag zu Gast in Angela Merkels Sendung. Und sie hat sich sehr gut geschlagen. Auch Merkel hat einen Oscar verdient, weil sie nämlich die ganzen Probleme der Koalition locker weggegrinst hat. Das Ergebnis ist ein neuer Til Schweiger-Film, GroKo Näh. Müssen Sie unbedingt sehen. Der Oscar für die besten Effekthaschereien im Zusammenhang mit der Flüchtlingsdebatte geht natürlich an Sigmar Gabriel für seinen großartigen Auftritt in Findet Thema. Sigmar Gabriel hat mich sehr überzeugt. Als Clownfisch mit diesem spontanen Populismusanfall. Damit die Deutschen nicht das Gefühl haben, die Flüchtlinge würden alles bekommen und sie nicht, soll es nun Sozialpakete nur für die deutsche Bevölkerung geben. Klar, die Flüchtlinge haben ja wahnsinnig viele Dinge, die sich Deutsche innig wünschen. Wer von uns Deutschen wollte nicht schon mal ein Jahr lang mit 300 anderen in einer Turnhalle leben? Ja, wünschen wir uns doch alle. Gabriel fordert mehr für Deutsche. Also kurz und knapp, wenn der schwarze Mann Geld bekommt, muss auch der kleine Mann Geld bekommen. Meint zumindest der dicke Mann. Nun ist es ja so, dass den Deutschen... Nun ist es ja so, den Deutschen ist durch die Flüchtlinge nichts weggenommen worden. Nichts. Keine Sozialleistung wurde wegen der Flüchtlingskrise gekürzt. Natürlich ist die soziale Ungerechtigkeit allgemein in den letzten Jahren größer geworden. Die Tendenz sieht man schon länger. Aber ich sag mal, wenn man wie Gabriel Vorsitzender der SPD ist, also einer Partei, die den Spitzensteuersatz gesenkt hat und Hartz IV erfunden hat, dann sollte man vielleicht beim Thema soziale Gerechtigkeit mal so ungefähr 15 bis 20 Jahre lang die Klappe halten. Das ist meine Meinung. Der Preis für den peinlichsten Hauptdarsteller geht natürlich wie immer auch diesmal an Horst Seehofer. Wie könnte es anders sein? Für die 87. Fortsetzung seines Erfolgs Bavarian Psycho. Das mag ich besonders. Gerade hat er Julia Klöckner besucht und bei ihrem Wahlkampf in Rheinland-Pfalz unterstützt. Seehofer war übrigens der dritte Landeschef, bei dem Klöckner angefragt hatte. Die von Ungarn und Polen konnten leider nicht. Seehofer hat aber... Es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt, dass er Seehofer eingeladen hat, denn der hat wirklich eine großartige Rede gehalten. Mein Lieblingssatz aus dieser Rede, Deutschland muss Deutschland bleiben. Was für ein Satz, oder? Da kann man wochenlang drüber meditieren. Deutschland muss Deutschland bleiben. Ich weiß zwar nicht, was Deutschland sonst werden sollte. Neuseeland? Nee, gibt's schon. Deutschland wird Deutschland bleiben, denn doof bleibt doof, da helfen keine Pillen. Ein echter Seehofer, ein echter Seehofer. Großartig. Horst Seehofer hat ja am Wochenende in einem Interview auf die Frage, ob er Merkel im nächsten Bundestagswahlkampf unterstützen würde, geantwortet, nächste Frage. Klingt für mich wie eine ganz subtile Drohung. Ich frage mal unseren Hauptstadtkorrespondenten Hanno Greber, wie ernst muss man denn das jetzt nehmen? Tja, lieber Christian Ehring, mindestens genauso ernst wie die vorherigen 473.000 Drohungen. Ja, verdammte Axt! Niemand nimmt Horst Seehofer noch ernst. Ja, ich aste mir hier jede Woche in der Kälte einen ab, um wieder über irgend so eine lächerliche neue Drohgebärde abzuliefern. Ich mache mich doch unglaubwürdig. Das ist wie mit Ihrer Frau, Ehring. Dann nehmen Sie doch die Drohung, sich von Ihnen scheiden zu lassen, auch nicht ab. Die ist jedes Mal zu Ihnen zurückgekommen. Obwohl ich eigentlich mit ihr... Egal. Wo war ich stehen geblieben? Horst Seehofer. Ja? Spätestens seit seiner Drohung, die CSU-Minister aus Berlin abzuziehen, da wissen sogar die Kollegen von den Sat.1-News... Der Typ ist eine Dampfnudel. Die Minister aus Berlin abziehen. So, jetzt nochmal für die ganz Blöden unterhalb des Weißwurst-Äquators. Eine Drohung stellt etwas Negatives in Aussicht. Und nicht die Hoffnung, dass so Vollidioten wie Alexander Dobrindt aus unserem Leben verschwinden. Zu mir geht's.
letzten Samstag hat selbst ich geglaubt, Seehofer macht ernst. Eilmeldung, Bayern bereitet Grenzschließung vor. Ich wollte helfen. Sofort in den Baumarkt, Riesenrolle NATO-Draht gekauft. Ja, da muss er noch dabei sein und die Drohung endlich wahrmachen und die Grenzen dicht zwischen Bayern und Hessen. Aber mitten auf dem Weg kommt aus dem Autoradio die Meldung, die meinen die Grenze zu Österreich. Oh. Quizfrage. Der Unterschied zwischen der CSU und Lepra? Ja, das gibt keinen Unterschied. Ja, sieht beides übel aus, riecht schlecht und erinnert ans Mittelalter. Aber das Gute ist, mit ein bisschen Geduld, ja, fällt das Ding vielleicht von alleine ab. So, Ehring, ich hab noch ein Date mit Ihrer. Ich meine, ich muss noch. Ich bin raus. Tschüss. Danke, Hallo Remo. Zu Seehofers speziellen Verhältnis zu den Medien und seinem noch spezielleren zum ZDF, dazu gleich mehr in ZAP. Haben Sie mitbekommen, was der CDU-Generalsekretär Peter Tauber diese Woche gesagt hat? Wer Angela Merkel in dieser schwierigen Zeit unterstützen will, der muss bei den bevorstehenden Landtagswahlen CDU wählen. Das finde ich gut, dass er nochmal daran erinnert. Wer Merkel will, der muss CDU wählen. Unterstützung von Angela Merkel bedeutet, CDU zu wählen. Kann man nicht mehr wissen in den heutigen Zeiten, alles durcheinander. Ich dachte, Merkel wechselt bald zu den Grünen. Bei transfermarkt.de wird das schon mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% gehandelt. Und inhaltlich passt es längst, Merkel und Grün. Winfried Kretschmann sagt ja, er betet jeden Tag für Angela Merkel. Wirklich. Klöckner, Wolf und Seehofer beten nicht. Die stechen Stecknadeln in Voodoo-Puppen. Kretschmann ist ein moderner bürgerlicher Konservativer, wie er im Buche steht, der auf beeindruckende Weise zeigt, wie man vom grünen Idealisten zum Autoindustrie- und Abschiebepolitiker werden kann. Wir kennen ja alle seinen Erfolgsstreifen hier. Liebling, ich habe meine Ideale geschrumpft. Für den er völlig zu Recht den Oscar bekommen hat, für den charakterlosesten Charakterdarsteller. Wir haben mal einen alten Weggefährten von Kretschmann ausfindig gemacht und der kann einiges erzählen. Sein Name Johannes Schlüter. Das ist Johannes Schlüter, ein Grüner der ersten Stunde und Weggefährte von Winfried Kretschmann. Ja, ich kenne den Winfried schon, da waren wir beide noch grün hinter den Ohren. Aber schon in den 80ern merken Schlüter und seine Fundi-Freunde, dass Kretschmann irgendwie anders ist. Mit grüner Gesinnung hat er nicht viel am Hut. Hört euch mal das an. Um an die Macht zu kommen, müssen wir halt ein bisschen unsere grüne Ideale verraten. Ach so, blöds Geschwätz, oder? Grüne Ideale verraten. Winfried, kannst du dir das vorstellen? Ich denke nicht nur, dass ich mir das vorstellen könnte, sondern dass die Grünen das anstreben sollten. Oh, Menno. Nachdem dann jahrelang Funkstille herrschte, bekommt Schlüter plötzlich unerwarteten Besuch. Wer sind Sie denn? Sind Sie von der CDU? Mein Name ist Winfried Kretschmann und ich bin Ihr Ministerpräsident. Ach du grüne Neune, Winfried! Mensch, hast du dich verändert? Komm rein! Ja, Winfried, du bist ja jetzt voll der Hardliner geworden in der Asylpolitik, ne? Asylpaket 2, kein Familiennachzug mehr. Das ist ja eigentlich voll gegen unsere grüne Gesinnung, ne? Das hat nichts mit irgendwelcher grünen Gesinnung zu tun, die wir sonst mal hatten. Hatten? Wieso hatten? Sag mal, Winfried, ich glaube, du hast deine grüne Seele an die Macht verkauft. Ups, lässt du mich jetzt abschieben in sicheres Herkunftsland? Marokko oder Algerien oder so? Ich prüfe es gerade. Oh, Menno. Am nächsten Morgen. Schlüter hat einen Trollinger zu viel getrunken. Winfried? Ey, du Sack. Ey, Winfried, weißt du, was ich wieder für einen Scheiß geträumt hab? Ich hab geträumt, du würdest Parteispenden von der Rüstungsindustrie annehmen, von Südwestmetall. Ich meine, das würdest du doch nie... Ich hab keine Probleme, von Südwestmetall Spenden anzunehmen. Oh, Menno. Schlüters letzter Versuch. Er bastelt mit Kretschmann Sperrholz-Sonnenblumen, um ihn wieder auf einen grünen Zweig zu bringen. Guck mal, Winfried, meine Sonnenblume, voll antimilitaristisch, ne? Wie sieht deine aus? Oh, Menno. Winfried? Winfried? Johannes Schlüter,
Ein Mann versteht die grüne Welt nicht mehr. Ein Fan von Dennis Kaup und Jesko Friedrich. Ja, dann muss Johannes Schlüter wohl doch mit Volker Beck einen durchziehen. Anfangs war es nur ein schlechter Witz, inzwischen wird es ja ernst. Donald Trump könnte tatsächlich der kommende Präsident der Vereinigten Staaten werden. Dafür gebührt natürlich auch ihm ein Oscar, und zwar für die schlechteste von einem Laien besetzte Hauptrolle in The Penitent. Man muss sich langsam wirklich fragen, was würde die USA mit Donald Trump als Präsidenten erwarten? Ich denke zuerst an Aufschwung der Bauwirtschaft, nach einem Jahr Insolvenz, und dann wird der Laden an Nordkorea verkauft. Der Skandal ist ja nicht, dass jemand wie Trump Präsidentschaftskandidat werden kann. Der Skandal ist, dass es sein kann, dass die ihn wählen. Dass die Wähler also tatsächlich noch dümmer sind als die Kandidaten. Und die Aussagen von ihm sind gruselig. Diese hier zum Beispiel. Ob ich das Waterboarding erlauben würde? Darauf könnt ihr euren Arsch verwenden. Folter? Ja klar, kein Problem. Wie kommt so ein Spinner auf die Idee, dass er einen guten Präsidenten abgeben würde? Sein Biograf hat dafür eine Erklärung. Sein Sohn Donald Jr. hat mir etwas gesagt, das mich schockiert hat. Dass die Familie an die Theorie der Zucht glaubt, wie bei Rennpferden. Man bekomme die besten Menschen, indem man den besten Mann mit der besten Frau zusammenbringt. Deshalb will Donald Präsident werden. Er hält sich für den besten Menschen. Donald Trump ist der beste Mensch der Welt, weil sein Vater mit einem Rennpferd gekreuzt wurde. Mir fehlen die Worte. Jetzt kann nur noch Hillary ihn aufhalten. Gestern war ja Super Tuesday. So nennen die Amis diesen Tag. Super Tuesday. Weil wähle das geringere Übel, Tuesday irgendwie scheiße klingt. Eine ganz eigene Zusammenfassung jetzt von Jens Böttcher, Carsten Deutschmann und Henry Sperling. Leute, jetzt wo ich von den Super Tuesday-Partys wieder so lecker Stonesdorfer im Schädel hab, ratet mal, wer ein echt euer neuer Präsident wird. Dieter vielleicht? Ja, ich werd Präsident, weil ich hab zwar nicht das Land, aber die ganze Wall Street im Rücken. Du bist ja schon wieder total zugedröhnt. Dass du gewinnst, ist doch an den Haaren herbeigezogen. Netter Versuch, mein Kopf ist komplett in Heftzwecken zusammengetackert. Ja, seit die NSA dir die Fernbedienung einoperiert hat. Die wird schon mal nicht. Und der jetzt schon mal gar nicht. Wieso? Als Ortsgruppenleiter vom Ku Klux Klan habe ich Erfahrung als Führer. Aber das darf ich nicht sagen. Wo ist denn deine weiße Mütze? Die setze ich nur deshalb öffentlich nicht auf, weil man dann ja meine geile Frisur gar nicht mehr sehen tut. Köstlich, nee. Das ist nicht witzig. Ich verrat's euch, die Illuminaten haben doch schon längst entschieden. Wir kriegen nämlich einen Präsidenten, der im Leben schon mal was gewonnen hat. Dankeschön. Danke. Eins kann ich euch versprechen. Ich werde ein guter Präsident. Mit sinkenden Schiffen kenne ich mich aus. Außerdem kann ich nach dem Krieg mit den Russen allein in der Wildnis überleben. Ist doch auch egal, welcher Irre das macht. Viel Spaß, Wiederschauen. Was sagen Sie jetzt? Bier. Ich war immer schon ein Draufgänger. Ich bin ein Gefahrensucher. Ich trinke Bier. Trotz Pestiziden. Man fragt sich inzwischen ja wirklich, was kann man überhaupt noch guten Gewissens essen, trinken oder durch die Nase ziehen? Man weiß es nicht mehr. Ja? Beim Bier jetzt, hier, mein Pilzizid. Da gibt es jetzt Warnhinweise hinten drauf. Glyphosat. Es ist natürlich brandgefährlich. Brandgefährlich. Glyphosat im Bier. Ich habe letztens 20 Bier getrunken. Schon hatte ich am nächsten Tag Kopfschmerzen von dem verdammten Glyphosat. Jetzt sind wir Deutschen irritiert. Nichts regt uns so auf, nichts macht uns so nervös wie Lebensmittelskandale. Und wenn das Bier betroffen ist, dann sind wir ganz besonders empfindlich. Jetzt sitzen wir abends in der Kneipe beim Eisbein mit Pommes und Mayo und fragen uns, schadet das Bier meiner Gesundheit? Und hast du noch eine Kippe? Höchste Zeit für Rat vom Experten. Hier ist Heinz Strunk. Witz! Ein Skelett betritt die Kneipe. Ich hätte gern ein großes Bier, aber mit Wischlappen, wenn's geht.
witzig oder in diesen Tagen einfach nur geschmacklos? In einigen Biersorten wurden bis zu 28 Mikrogramm des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat gemessen. Das 300-fache des gesetzlichen Grenzwerts. Hallo? Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, solange noch eine da ist. In Kombination mit anderen Alkoholika wird die Wirkung des Giftes sogar noch potenziert. Beispiel: Sie eröffnen den Abend mit einem halben Liter Doppelkorn, wechseln später zu 60-prozentigem Gin, noch später zu Storum. Normalerweise kein Problem. Doch nur ein harmloses Bierchen und Sie sind für immer erledigt. Zu Recht geht ein Aufschrei durch Deutschland. Will man den einfachen Leuten jetzt ihren letzten Spaß nehmen? Soziologen sprechen bereits von einem Anschlag auf die Unterschicht. Nun sagen die notorischen Verharmloser, dass ein erwachsener Mensch etwa 1000 Liter Bier trinken müsste, bevor das Glyphosat gesundheitsschädlich wird. Das ist zwar schwierig, aber machbar. Und es kann sich schnell zu einem Flächenbrand ausweiten. Vielleicht liest man bald schon Schlagzeilen wie Arsen im Riesling, Herbizid im Champagner, Ziankali im Eierlikör. Steht die Republik also vor dem kollektiven gesundheitlichen Kollaps? Oder müssen sich die Deutschen vielmehr den Vorwurf gefallen lassen, ein Volk von Hysterikern zu sein? Was wurde eigentlich aus dem Rinderwahn? Der Schweinepest, Vogelgrippe. Vielleicht haben sie aber auch Angst vor der allerneuesten Epidemie, der Pudelseuche. Zu Recht. Bei dieser aus England eingeschleppten Seuche bekommen die betroffenen Pudel kerzengerade Haare. Entsetzlich. Oder sind wir mal wieder einem bitterbösen Scherz aufgesessen? Beantworten Sie diese Frage doch am allerbesten selber. Weiter, wir kommen langsam ans Eingemachte. Was heißt das überhaupt? Grenzwert, Richtwert, Höchstwert? Seitdem die allgemeinen Messverfahren um den Faktor von 1 Million verbessert wurden, messen wir uns zu Tode. Man kann bereits jetzt ein einziges Stück Würfelzucker im Bodensee nachweisen. Raucht ein Bauer im Hühnerstall ein Zigarettchen, lässt sich noch in 800 Jahren in den Eiern Nikotin nachweisen. Lässt Oma Friedel. Lässt Oma Friedel einen harmlosen Damenpups, kann man das noch in 10.000 Kilometern Höhe messen bzw. riechen. Was ich damit sagen will, alles ein Sturm im Bierglas. Wer dennoch auf Nummer sicher gehen will, besorgt sich die brandneue App Gift im Bier. Sie lassen ihr Handy einfach ins Glas fallen und es misst, bevor es kaputt geht, noch schnell die Glyphosat-Konzentration. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen recht schönen guten Abend. Vielen Dank, Heinz Strom. Und jetzt abgehakt, die Woche aus der Sicht der Nachrichten. Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu den Nachrichten. Der König ist tot, es lebe der König. Jawolski, endlich Zahltag, Wahltag bei der FIFA. Und wer wird nun der neue Blatter? Der Schweizer Gianni Infantino. Gianni Infantino. Gianni Infantino. Geil. Und was hat Blitzbirnen Gianni bislang so geleistet? Er ist sowas wie die UEFA-Lottofee. Ein Mann der großen und blumigen Worte. Herrlich, jetzt ist bei der FIFA bestimmt alles primo. Was, Infantino? Und wie lief der Wahlkampf denn so, sag mal? Ich muss sagen, der Wahlkampf war ziemlich primitiv. Ja, und was heißt das genau? Infantino ist im Wahlkampf um die Welt geflogen und hat allen Mitgliedsverbänden erstmal mehr Geld versprochen. Genau, jedem Verband 5 Millionen. Clever. Und ein schmissiges Motto gab's auch noch. Bring football together. Wohl eher, ihr habt sie doch nicht mehr alle together. Er ist der Megastar unter den Social-Media-Unternehmern. Markenzeichen des Selfmade-Milliardärs, das jungenhafte Aussehen und die Vorliebe für graue Shirts und Hoodies. Sag mal, Berlin, sind wir hier bei 50 Shades auf Weg dreh durch oder was? Nur weil Mark Zuckerberg nach Berlin kommt, um für Facebook zu werben. Selbst Grinsebacke Altmaier konnte den PR-Bonbons vom Zuckerberg nicht widerstehen. Das ist, glaube ich, schon eine One-in-a-Million-Chance, wirklich jemanden so wie Mark Zuckerberg heute zu treffen. Ja, und was habt ihr PR-Hipster aus eurer One-in-a-Million-Chance gemacht? Dem blassen Datenkraken mal ein paar kritische Fragen gestellt? My name is Heiko and have a question. Thema Live-Video. Heiko, wir hätten da auch ein paar Questions. And my question is, Sie,
make videos in the next time live. This is how we read Klartext in Germany. And now, Mark, schwab you. Was ist noch was? Ach ja, mal wieder Oscar-Verleihung. Los, hau's raus. And the Oscar goes to Leonardo DiCaprio. Endlich der Oscar für Mr. Ein-Gesichtsausdruck. Und wie grüßt man seine Kritiker? Genau so. Vielen Dank, Henning Nasse. Erika Steinbach. Meine Damen und Herren, Erika Steinbach ist ja wie ein Legostein im Langflorteppich. Alle paar Wochen stellt man schmerzhaft fest, aua, ist noch da. Die Frau ist ja Sprecherin für Menschenrechte der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, eigentlich, aber wir werden ja im Alter alle vergesslich. Und deswegen hat sie neulich das getwittert. Deutschland 2030. Woher kommst du denn? Was will uns das sagen? Deutsche Kinder sind bedroht, deutsche Kinder sind natürlich blond, engelsgleich und sie werden umringt von indischen Mädchen. Deutschland wird also überrannt von indischen Mädchen, das war mir gar nicht bewusst. Kannst du mal sehen, was uns die Lügenpresse alles vorenthält. Ja? Oder meint sie damit, ja, dunkle Hautfarbe ist doch eh alles dasselbe. Sehen ja alle gleich aus. Ne? Wir haben darauf eine Antwort getwittert, weil Erika Steinbach ja 2017 mit der Politik aufhören will, wird sie spätestens dann feststellen, ist es alles noch viel schlimmer. Deutschland 2017, willkommen im Heim, Frau Steinbach. Das haben wir getwittert. Und daraufhin hat uns Erika Steinbach bei Twitter blockiert. Und jetzt hoffe ich einfach, dass sie wenigstens unsere Sendung noch sieht. Denn dieser Song hier, der ist für sie. Twitterst dir nen Wolf, spiel doch einfach ne Runde Golf, fahr doch einfach auch mal Ski, wie wäre es mit Tai Chi? Gartenarbeit macht viel Spaß, Enten füttern wär doch was, willst du nicht mal auf Reisen gehen, möglichst weit weg wär schön. Lass nur das Twittern sein, fällt dir denn sonst nix ein? Guck Game of Thrones Staffel 1 bis 3. Lern Saxophon, mach endlich mal dein Jodeldiplom. Mir egal, verdammt nochmal, es gibt doch so viel zu tun. Sei nicht länger die Twitter-Queen. Das war Extra 3. Jetzt kommt's ab. Bis nächste Woche.